Tagchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin jetzt auch mal wieder aktuell. Es ist wirklich aktuell. Wir haben heute Montag. So, und jetzt habe ich mich rangesetzt. Wir haben 30 Grad, es ist echt warm. Möchte trotzdem das Review-Video abdrehen. Oh, da habe ich wohl eine Tür nicht richtig zugemacht. Ja, tut mir leid. Also durch die 30 Grad, die wir jetzt haben, oder immer noch, bin ich froh, dass ein bisschen Durchzug ist. Ich hoffe auch, die Geräuschekulisse stört nicht so. Ich werde versuchen, ein bisschen lauter zu reden. Gelingt mir ja meistens immer am besten, dass ich das gut kann und gar nicht merke, dass ich manchmal so rumschreie. Ist immer gar nicht so gewollt. Intro folgt jetzt und wäre natürlich schön, wenn ihr dranbleibt, wenn ich die folgenden Produkte jetzt nach meiner persönlichen Meinung bewerte für euch oder Feststellung. Bin ich ihrer Meinung? Feststellung? Nö, also da muss ich ihr widersprechen. Ihr habt bestimmt gesehen, Teil 1 oder Teil 2, ich musste mir selber die Screenshots erstmal abschotten sozusagen, dass ich weiß, ja, was kommt denn jetzt ran, ne? Weil aufgebraucht ist ja immer eine andere Kategorie. Da habe ich ja oftmals Sachen, die ich so gemischt kaufe zwischendurch, wo ich dann vielleicht mal kein Video gemacht habe oder wo ich sage, Backup gut und irgendwann sage ich so, oh, Backup, so langsam habe ich gemerkt, doch nicht gut. Aber das war hier ein Parfüm. Kaschmir Musk und Vanilla von Spirit DM, 3,95, 4,95, variiert manchmal immer, habe ich ja jetzt ein neues mitgenommen, Off Lovely Peony oder so. Und liebe Zuschauer haben mir natürlich auf die Sprünge geholfen und haben gesagt, das ist Pfingstrose. Mir hat es schon mal jemand erklärt, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich schon mal nicht wusste, was Peony ist. Ich rede das wahrscheinlich auch total falsch, komm, nenn was Pony oder so, keine Ahnung. Es ist ein Duft für Menschen und ihr seht ja an der Menge, fehlt nicht wirklich viel. Ich habe es immer wieder probiert. Die anderen crashen einfach so aus meiner, ja, aus der Liga hier von raus. Ne? Ich greife nicht gerne zu, gebe ich zu. Ich würde es aber jetzt auch nicht als Flop bezeichnen, denn was man feststellt, wenn das Ganze so ein bisschen verfliegt, riecht man wirklich nur noch das Blumige. Ob man jetzt wirklich teilweise auf Pfingstrose steht, ist natürlich auch wieder eine persönliche Geschmackssache. Mich stört es nicht so, weil ich das nicht so penetrant rieche. Da kommen wir jetzt aber auch zum nächsten Punkt. Ich rieche hier sehr penetrant diesen zitronigen Zitrusduft. Ich sage ja immer, ich empfinde sehr schwere zitronige Noten als sehr schweißig und ich kann das nicht lange riechen. Wenn es verfliegt, dann ist es gut und ich habe so festgestellt, natürlich nur auf meinem Eigengeruch, dass da mehr Blume noch übrig bleibt, aber dieses Anfangsdüftelchen war mir zu zitronig einfach. Ja, es wird auf jeden Fall entleert, aber ist jetzt echt nicht so, dass ich da nochmal hinlangen würde. Es riecht schon schön nach Blumen, man kann. Ach nee, aber diese, wenn da diese schwere Zitrusnote kommt, verflogen, riecht es wirklich gut. Aber so auf dem ersten ist es nicht so mein Brüller. Zeig's euch nochmal rein. Will euch das auch nicht madig machen, aber das ist immer das, was ich so feststelle. Und von meinen Kiddies nimmt das auch keiner, also von meinen Mädchen. Die greifen zu Vanille oder Kaschmir Musk. Musste gerade meine Große begrüßen. Was heißt musste? Ich wollte. So, jetzt geht's weiter. Dann hatte ich ja diesen fetten Gesichtspinsel. Ich musste bei einigen Kommentaren so lachen. Wer war denn das? Ach man, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall von wer zu groß für das Gesicht, da wäre das Gesicht schon weg, bis hin zu oh, klasse. Also ich muss sagen, ich hatte zuerst ein bisschen Angst. Das war ja der Bronzer, den ich mitgenommen habe. Und Bronzer, ne? Bronzer. Ja.
auch aus dem Videokauf. Ich bin mit dem absolut gut zurechtgekommen. Das war Bronze Away to Maui. Ich sehe es ein bisschen schlecht. War ein matter. Also fürs Gesicht und für den Körper die 01, nee, C01. Ja, aber bei mir gab es auch keine andere Variante. Das waren diese 30 Gramm. Und mit dem bin ich super gut klargekommen. Habe ich auch im Extra-Video dann abgedreht im Style and Talk und hatte so ein bisschen Angst, wenn ich den so ansetze, dass ich auch so einen Stempelabdruck bekomme. Und ja, deswegen wäre es vielleicht sinnvoll, wenn man davor Angst hat, hier so ein, ja, so ein Zwiebackbäckchen zu haben, wie die Zwiebackkinder. Manche haben ja so richtig schön ausgefüllte rote Bäckchen, dass man dann hier hinten so ein bisschen anfängt, weil dann kann man das ja auch immer öfter ausbessern, verblenden. Oder was ich generell eh mache, ob Lidschatten, Bronzer oder sonstige Sachen, wenn ich es aufkriegen würde, dass wenn ich mir ein bisschen nehme, das ja dann nochmal so abschüttel. Aber nicht, das hatten wir mit Killer Babe schon, da habe ich auch gesagt, ich kann diese Geräusche nicht ab, ist für mich wie so ein, ist wie so ein Tick, wenn man überall so gegenklatscht. Da spielt mein Kopf irgendwie so, gibt so eine Unruhe für mich. Deswegen mache ich das auch immer so in der Luft. Und dann ist man vielleicht die Stempelgefahr auch los, ne? Also ich kann es ja mal hier zeigen. Auf jeden Fall finde ich den sehr, sehr gut. Hab, glaube ich, auch geschrieben, vielleicht liegt es auch an meiner Eierbirne, dass ich damit gut klarkomme. Und man muss ja nicht oft genug irgendwas aufnehmen, sondern kann das ja wirklich immer schön verblenden. Und durch dieses Matte, glaube ich, hat man auch nicht wirklich einen Stempel auf dem Gesicht sitzen. Ihr seht das ja, wie fein der ist, wenn ich es gut eingefangen bekomme für euch. Ich muss mal selber mich kurz angucken. Doch, also es ist ein ebenmäßiges Bild. Hat mir von beiden als Review-Produkte sehr, sehr gut gefallen. Und natürlich demnach auch die Palette von Catrice Bronze Away to Panama. Und das war ja dieses schöne Stück mit diesem schön blau, was mich ja so fasziniert hat in der Palette, dass hier wirklich alles stimmig irgendwie zusammenpasst, wenn man mal sehr natural unterwegs sein möchte oder naturlastig mit naturfarbenen Tönen, dann kann man das machen. Und wenn man dann so ein bisschen Pep reinhauen möchte, nimmt man eben für oben oder unten auch dieses Blaue. Auch mit dem Basic-Ton finde ich das eine ganz schöne Sache. Hat auch nicht jede Lidschattenpalette Spiegel. Ich halte mal zu wegen der Blendung. Auch top. Ist jetzt logisch, dass ich mir das nicht nochmal nachkaufen werde, weil das für meine Lebenszeit wahrscheinlich ein bisschen lange halten wird, ne? Kommen wir zu zwei Sachen, die ich gerne mal. Oh, Moment, was habe ich denn hier gemacht? Da stand es irgendwie drauf. Kuschelweich Vollwaschmittel in Pulverversion. Kuschelweich Vollwaschmittel in Flüssigversion. Das sind die beiden Flüssigversionen. So. Und dann muss ich jetzt zugeben, ihr braucht euch nicht wundern, warum das noch voll ist. Habe ich schon nachgekauft. Ich war, also ich habe ja wirklich viele Lieblingsdüfte, weiß man ja, aber das hat es mir fast weggehauen, als ich die Wäsche rausgeholt habe. Es gibt noch andere Sorten. Ich habe mich für Frische Traum entschieden. Kuschelweich war noch nie so meins, weil es mir immer so pudrig gleich roch, riechte, roch. Aber das, also der Wahnsinn. Wirklich ein sehr, sehr lang anhaltender Duft. Naja, was schnüffel ich? Ich kenne es ja. Ich glaube, das ist die dritte Flasche seit den DM-Käufen und kann nur sagen, top, top, top. Werde ich immer wieder nachkaufen, wenn sie es im Sortiment haben. Dazu komme ich jetzt gleich. Und ja, also super. Ist ein wirklich Top-Produkt von der Qualität, vom Duft, vom. Es ist nicht schwer, nicht aufdringlich, aber riecht wirklich intensiv. Ja, dann gab es ja dieses. Und zwar erst beim zweiten Haul. Beim ersten, beim zweiten Haul. Beim Einkauf, beim ersten Besuch bei DM stand das hier noch nicht in dem Aufsteller. Und beim zweiten DM-Haul oder beim zweiten DM-Besuch, was quatsch ich denn von Haul, sorry,
war dieses Kuschelweich-Vollwaschmittel in Flüssigversion. Jetzt sieht man natürlich den Farbunterschied nicht mehr, das war so ein hellblau. Aber was mich so ein bisschen wirklich irritiert hat, was ich schon vorher vermutet habe, dass ich das Weichspüler Zeugs mit dem Waschmittel verwechsel. Und es stimmte, ich habe tatsächlich öfter mal wirklich daneben gegriffen, bis ich mir gemerkt habe, okay, hiervon gibt es jetzt noch keine große. Na? Jetzt klebt mir Lenore im Kopf. Sag mal, was ist denn jetzt los? Weichspülerflasche, genau, Weichspülerflasche. Und habe mir dann immer gemerkt, okay, die schlankere Version mit dem blauen Deckel ist Weichspüler und die dickere ist Vollwaschmittel. Also, ich halte jetzt nochmal das Pulver, was sie übrigens beides nicht mehr beim DM haben gerade. Ich wollte das nachkaufen, hatten sie nicht mehr. Bei Kaufland habe ich es auch noch nicht gesehen. Das ebenfalls erstmal weg. Also die beiden von denen, die dann neu waren beim zweiten DM-Besuch, blieb wirklich nur noch das im Sortiment, wo ich immer wieder rankomme. Aber ich glaube, Mirko hat mir auch geschrieben, dass sie bei Lidl das Kuschelweich Waschmittel haben in Flüssigversion, will jetzt nichts Falsches sagen. Aber dann muss ich auch mal da gucken. Mal gucken, ist ja auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Auf jeden Fall danke für deinen Tipp nochmal. Kracher. Lassen wir es nicht so lange werden oder so lang werden, der Kracher. Also davon hätte ich mir wirklich zum ersten Mal mehrere Flaschen mitgenommen, ohne, und das passiert selten, auf den Sonderpreis zu gucken. Weil ich kaufe ja sonst immer wirklich nach Angeboten. Bei diesem Duft war es mir tatsächlich egal. Also das, da brauchte man nicht mal mehr Weichspüler. So war ich hier sitze. Ich habe gar keinen oder teilweise wirklich kaum noch Weichspüler benutzt, weil dieser oder dieser Ton, ja, kann man ja sagen, dieser Geruchs, diese Geruchsnote so übertönt hat mit einer wunderschönen Note. Sommerwind. Oh, ey, ich habe nur noch wirklich ungelogen. Ich stand beim Wäscheaufhängen. Ich hasse Wäscheaufhängen. Aber ich habe wirklich immer wieder gerochen und dachte mir so, wenn ich das Zimmer aufgemacht habe, so, boah, Paradies, wo dann die frisch gewaschene Wäsche auf dem Kleiderständer aufgehangen wurde. Ich habe heute hier völlig Hitze, Konzentrationspläne, Probleme. Oh Mann. Natürlich wird es auch hier von euch wieder welche geben, die sagen, oh mein Gott, nee, also da kann ich mir auch das von da holen oder so. Aber es ist ja jetzt wirklich die Bewertung von den Einkäufen im Einzelnen. Und wenn ich das sehe, glaubt mir, davon bunkere ich mir ein paar Flaschen. Das war wundervoll. Ich kann es nur noch mal von mir aus sagen, hier nicht das Gefühl, dass ich zum Weichspüler greifen muss. Ganz kurz und knapp. Und das nehme ich jetzt sozusagen für die ganz normalen, günstigen Vollwaschmittel, Packungen, die ich gekauft habe. Und dann rieche ich auch nochmal schön die Kuschelweichnote. Ja, und das ist auch Sommerwind, ne? Ja, nur natürlich kennen wir es sehr oft. Normalerweise dominiert immer so eine Pulverpackung. Diesmal fand ich aber hier das stärker als dieses Pulver. Passiert auch nicht oft. Dann kommen wir auch noch zu dem, ist auch, würde ich sagen, absolut gelungen von Kuschelweich. Der Hygienespüler, es gibt der stinkende Muff-Hygienespüler, hatten wir ja schon alles im Programm. Und das war ja der so ein bisschen an der Kasse ausgelaufen ist, weil irgendjemand den, ich wollte gerade sagen Depp, aber kann ja mal passieren. Und ich hatte ja so eine Packung, wo ich es nicht mitbekommen habe. Und auf dem Band, da lag meine Packung ja so, dass ich das nicht mitbekommen habe, dass die ganze Zeit da Zeug rauskleckert und habe mich schon gewundert, so, oh, es riecht aber schön, aber woher? Und dann habe ich gesehen, vorne alles nass. Durfte ich mir natürlich eine neue nehmen. Es ist natürlich nicht vergleichbar mit diesem Weichspüler oder Vollwaschmittel oder mit diesem, aber als Hygienespüler ein super schöner Duft, den man auch am Ende der Wäsche riecht, selbst wenn man extra Spülung macht. Also das muss ich sagen, hat gut geklappt und ist jetzt ein Produkt, was ich nicht immer kaufen werde, aber so für Geschichten wie Unterwäsche manchmal mag ich nicht. Unterwäsche zum Beispiel wasche ich auch selten mit Weichspüler, weil das ja wirklich zum Schluss reingespült wird
und schleimhautbedingt und zu viel Parfümstoffe, wissen wir alle. Muss nicht sein, jedem auch das Seine. Aber wenn ich jetzt so Handtücher mal merke, so vom See oder lagen kurz mal zu lang irgendwo im Beutel, passiert mir auch, muss ich ja nicht lügen. Hundesachen, die ich durchwasche, Decken, einfach so Überdecken, Wolldecken, die den ganzen Tag so als Tagesdecke, die den ganzen Tag als Tagesdecke liegen, damit einfach mal durchspülen und das ist richtig schön. Hier ist auch noch sehr, sehr viel drin. Also ihr seht, ich habe hier auch nichts nachgekauft. Das ist immer noch die erste Flasche. Und dann habe ich auch nachgekauft, muss ich gestehen, auch wenn ich von Kuschelweiß schwärme, Lenore weiße Lotusblüte. Das war ja auch hier so der Kracher. Wieso weiße Lotusblüte? Amethyst war jetzt am Start. Dann gab es noch ein blaues, das zeige ich aber beim Aufgebraucht, weil ihr habt das in dem Video nicht gesehen. Ich hatte ja nur das von DM gekauft. Gleichzusetzen, oh, gleichzusetzen mit Amethyst. Also Lenore knallt zurzeit wirklich sehr extrem Intensivtöne, Düfte raus. Warum sage ich Töne? Die machen ja keine Musik, ne? Düfte, wirklich. Also auch da muss ich sagen, Amethyst, Orchidee und jetzt weiße Lotusblüte, richtig schöne Düfte. Würde es mir im Kopf bleiben, wenn ich euch es sagen würde? Ja, wirklich. Diese würden mir total im Kopf bleiben, inklusive diesen und fast schon höher gestellt, diesem Flüssig-Vollwaschmittel von Kuschelweich. Aber hier haben wir zum Beispiel auch mal das Gegenpardon. Das ist eher so pudriger, weicher. Und hier habt ihr diesen intensiven, schwereren, süßlichen, nach hinten trotzdem frischen Duft raus. Ja? Also wenn jemand wirklich eine sehr extrem feine Nase hat und sowas nicht abkann, würde ich davon natürlich sehr, sehr wenig dosieren. Ich übertreibe damit auch nicht. Oder dann eben so pudrige Sachen empfehlen. Jetzt kommen wir noch zum letzten. Dann sind wir durch für die Review von den Neuentdeckungen für mich sozusagen. Ne? Ihr habt die vielleicht auch schon alle gehabt. BC Frisch. Magic Breeze. Hängt gerade in der Toilette. Nee, falsch. Das rosane. Ich zeige euch mal, was in der Toilette hängt. Ach nee, ich habe noch ein Foto. Die beiden hängen in der Toilette. Das hatte ich zuerst angehangen. Ich muss sagen, Bombe. Es schäumt, nicht übertrieben. Es schäumt, aber man sieht's. Also seitdem ich den Haul abgedreht habe, habe ich das ziemlich schnell in die Toilette gehängt oder gehangen. Und seitdem sind noch drei Kügelchen voll. Ich nehme mal jetzt hier das volle. Also bis heute, 26. oder 27. haben wir heute, sind drei Kügelchen voll am Beckenrand. Also was heißt voll, aber sichtbar. Ich sehe noch drei Kügelchen, wovon andere Körbchen bei mir schon längst weg wären. Also super gut. Und da mir das natürlich nicht gereicht hat, habe ich dann noch die Variante Rosa gesehen. Das ist der Duft Spring Rain. Hängt jetzt gerade frisch auf der anderen Seite, weil der andere jetzt entleert wurde. Und jetzt dachte ich mir auch, komm, kann ich den anderen jetzt auch noch reinhängen. Also entleert den alten, den ich drin hatte. Es hängt jetzt hier einer seit 3, 3,5 Wochen. Und diesen neuen habe ich reingehabt. Also das wollte ich unbedingt ausprobieren. Dann habe ich wirklich alle drei Farben durch. Blau, lila, rosa. Das lilane kommt dann, wenn das blaue, nehme ich an, letztlich weggespült wurde. Aber bis jetzt top. Wirklich top. Duftet es sehr doll, würde ich meiner Meinung nach sagen. Ja, ist ein Unterschied. Also man sollte ja Deckel immer zumachen. Natürlich sind wir viele Personen, da hält sich nicht jeder dran, den Toilettendeckel zuzulassen. Und ich denke, wenn man den Toilettendeckel hochmacht, würde man schon eine intensivere Note spüren, riechen oder spüren, riechen, erleben dürfen. Dadurch, dass bei uns der Deckel aber ziemlich oft offen ist und ich wirklich immer nur am Rumklappen und Runterklappen, auch ich vergesse es mal. Ja, ist jetzt nicht so, dass irgendjemand die Regeln hier nicht versteht. Aber so, wenn es offen ist, würde ich sagen, gibt jetzt nicht extrem Duft ab, sind ja aber auch keine Raumdüfte. Ich sag's nur so, es gibt Hänger, die duften ein bisschen extremer. So gerade so Zitrusdüfte, die riecht man dann schon, wenn man reinkommt. Der Zweck, dass es lange hält, ist für mich hier gegeben. Und
dass es wirklich schäumt. Also hätte ja auch sein können, dass da wirklich einfach nur sowas langläuft. Nö, aber hier hat man so mehrere Komponenten und ich finde diese Aqua-Sicht, dieses Geleeartige, finde ich toll. Man hat Besseres zu tun, als sich Klos schön zu sehen, aber ich finde das eine schöne Abwechslung, kann ich nicht beschreiben, ich finde es schön. Zu guter Letzt, das habt ihr nicht gesehen, das habe ich nachgekauft von Rorax. Ach, da ist ein Frosch drauf. Denn ich hatte mal wieder so einen verstopften Abfluss, probiere ja auch sehr viel mit Backpulver, Natron-Zeugs. Klappt ja auch wunderbar, aber wenn man wirklich mal sehr hartnäckig irgendwas zu sitzen hat, im Rohr, wo alles wirklich komplett angeschlossen ist, Trockner, Waschmaschine und irgendwas, alles zusammen vereint, dann ist es manchmal nötig, zu den härteren Sachen zu greifen, wobei es mir ziemlich unangenehm war. Das war so ein Granulat, das sollte man in den Abfluss kippen, habe ich natürlich auch getan. Was mir nicht bewusst war, dass es sofort anfing zu qualmen und Dämpfe hochgestiegen sind, wo ich dachte, alter Schwede, ich hatte ja noch nicht mal die Packung an diesem, hier war so eine Linie, wo man es abschneiden sollte, sonst hätte ich wirklich großzügiger geschnitten, damit ich schneller alles reinkippen kann. Aber in der Zeit, wo das so rauskleckerte, ich dachte wirklich, meine Atemwege sind verätzt oder ich konnte nicht mehr atmen. Das ist mit Chlorex gar nicht vergleichbar. Aber wenn ihr Blondierungen kennt, wo man wirklich das Gefühl hat, die Haare brennen gerade und qualmen und werden heiß und wenn man so unter der Alufolie riecht, das 3-4 Mal stärker. Und ich dachte, also wirklich der ganze Raum, wir haben da leider kein Fenster. Also das würde ich nur noch mal kaufen, wenn ich ein Fenster im Bad hätte. Seinen Zweck hat es erfüllt, aber auf eine aggressive Art und Weise, wo ich mich echt so ein bisschen erschrocken habe, weil es wirklich gequalmt hat, ne? Also da kam wirklich, da ist eine Hitze entstanden. Da hatte ich schon kurzzeitig so Schiss und dachte mir so, ach du Kacke, nicht, dass meine Rohre jetzt hier durchbrennen. Und dann habe ich meinen freien Abfluss. Aber umweltbewusst und für die eigene Gesundheit sehe ich hier nicht nochmal so einen Mehrwert. Für ausreichende Lüftung sorgen, ja, ging nicht, habe ich nicht gelesen. Wenn man kein Fenster hat, nicht bei Wannen und Duschen aus Acryl, Aluminium und Kupfer. Was habe ich getan? Für was für Rohre sollen das sonst sein? Für Chlorrohre oder was? Okay, vergesst es. Kauft es lieber nicht. Auch wenn ich sage, es hat gewirkt, danach lief das Wasser komplett durch. Die Frage ist nur, wohin läuft es gerade? Oh shit. Aber ich habe jetzt nichts festgestellt, dass da irgendwas bei mir. Nee. Ich habe damit auch nicht übertrieben. Ich habe es genauso gemacht, wie es da stand, nach 3 Minuten nachgespült, weil man hatte wirklich das Gefühl, da explodiert gleich irgendwie die Badewanne schlechthin. Und durch dieses Schockerlebnis und die Dämpfe, nein, danke. Also es geht dann eben längerfristig auch, nicht sofort, aber wenn man es über Nacht einziehen lässt, mit Backpulver und Natrium. Aber ich musste es schnell beheben, dieses Problem in dem Moment. Ja, das war jetzt nicht eine kurze Sache, sondern es stand wirklich, als die Waschmaschine versucht hat abzupumpen, habe ich gesehen, wie sich das Wasser hochgesetzt hat in die Wanne. Und nee, so was hatte ich schon mal, wollte ich nicht nochmal haben, dass wirklich alles komplett verstopft ist. Das war's, ihr Lieben. Also irgendwie habe ich ja echt so einen Redefluss heute wieder gehabt. Habe schon lange keine Videos mehr gemacht, so im Einzelnen als Solo. Und bedanke mich. Hoffe, ich konnte euch vielleicht ein bisschen von meiner Sicht erzählen. Natürlich nicht helfen. Ich würde immer jedem empfehlen, alles selbst auszuprobieren, ne? Aber manchmal sind da welche bei, die sagen, ja, habe ich auch das Empfinden. Und dann freut es mich eben. Und ja, ansonsten ist es nur als Spaßvideo anzusehen, dass ich momentan wirklich kaum Flops bei hatte, wo ich mich megamäßig drüber freue, bis auf. Und, also das waren so die zwei Sachen, die hätte ich mir sparen können. Ich hoffe, an alle, die zugucken, die natürlich irgendwie Unwetterschädigungen mitbekommen haben oder so, oder auch damit zu tun haben, dass das Problem bei euch ganz, ganz schnell gelöst wird. Weil man hatte ja dann teilweise auch schon so ein schlechtes Gewissen. Andere verlieren gerade Familienmitglieder durch dieses Unwetter oder ihre
ihre Unterkunft, sind obdachlos, haben nichts mehr und dann kommt man hier mit so oberflächlichen Sachen um die Ecke, wo ich mir dann auch sage, ist mir ein bisschen unangenehm, aber, also ohne aber, böse gemeint, das Leben dreht sich trotzdem weiter, ne? Und man denkt dann andersrum wieder, vielleicht lenkt man gewisse Leute damit ab, dass mal wieder was kommt, auch wenn es hier so Produkteschrott in Anführungsstrichen wäre, auf das ich natürlich auch verzichten könnte, keine Frage. Das sind jetzt hier keine Sachen, die für mich überlebenswichtig sind. Wenn ich was eintauschen könnte, natürlich, sofort nehmt alles mit, ja. Also wer will schon so eine Katastrophe mitmachen und zusätzlich noch ja, darunter leiden, weil man nichts gegen die Natur machen kann. Ja. Deswegen habe ich es gesagt, ich hoffe, dass es denjenigen gut geht oder dass es im umgekehrten Falle euch nicht getroffen hat und bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Versuche ein bisschen Lockerheit, Abwechslung, obwohl man sich schlecht ablenken kann von so einem Thema, aber versuche da noch mehr einfach dran zu bleiben, weil auch dieses Krönchen-Popönchen-Thema. War ja nun schon wirklich für alle ausgenuckelt und da mussten wir alle standhaft bleiben und zusehen. Jeder Einzelne musste zusehen, ob psychisch oder physisch bedingt durch die Leute, die sich impfen lassen haben. Jeder hatte ja so seine Schmerzgrenze und irgendwann ist einfach auch die, ob psychischer Art oder physischer Art, voll und da muss man einfach mal auch Abstand nehmen und sagen, oh, will mich nicht mal mit negativem Schrott befassen, lass die Nachrichten weg, lass das weg. Aber dann kommt natürlich dann wieder so ein oh, Staub, Unwettergedöns, ne, wo man dann auch denkt, so, oh Scheiße. Also, was ich, muss ich gestehen, ziemlich spät mitbekommen habe. Ich glaube erst 2, 3 Tage später, weil ich wirklich mich von den Nachrichten so fernhalte, weil mir das Negative wirklich so auf den Puffer ging. Weil, also, ja, auf dem Puffer. Ich wollte mich nicht manipulieren lassen durch irgendwelche Sachen, weil man denkt ja trotzdem immer noch nach, ne? Wenn man irgendwas hört, so, oh Gott. Und manche haben ja wirklich die Kunst, was zu überdrehen, zu verdrehen, übertreiben, Lobhudeleien. Man weiß gar nicht mehr, wo man was gucken soll, trauen soll, weil es eh wieder anders kommt als das, was einer sagt. Und ja, aber mit dem Unwetter war mir schon wichtig, das nochmal zu erwähnen, dass es euch allen gut geht. Ich mache jetzt Schluss. Ciao, ciao. Bis bald. Tschüssi.